Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Radziwill. In dem Bericht, ich halte den noch mal hier rein, damit jeder weiß, worum es geht, in dem Wirtschaftsprüferbericht auf der Seite 27 steht, ein dem Land Berlin entstandener Schaden ist bezifferbar in den Fällen, in denen Rückforderungs- und Minderungsansprüche nicht verfolgt, Überzahlungen nicht zurückgefordert werden. Deswegen kann gar nicht die Rede davon sein, dass der Schaden nicht entstanden wäre. Vielmehr ist es so, wie die Kollegin Breitenbach auch gesagt hat, dass der Schaden bereits entstanden ist und dass es jetzt darum geht, tatsächlich deutlich zu machen, wie hoch der entstehende Schaden tatsächlich ist. Denn auf der Seite 44 ist aufgelistet, dass für Herrichtungskosten 45 Millionen ausgegeben wurden. Und da wurden keine Kontrollen vorgenommen, ob die festgelegten Bauleistungen auch tatsächlich erbracht wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Da wurde Geld ausgegeben und kein Mensch hat nachgeprüft, ob denn überhaupt gebaut wurde. Und dann sich hier hinzustellen und zu sagen, dadurch sei kein Schaden entstanden, ist ja nicht nachvollziehbar. Deswegen hoffe ich, dass die SPD sich auch noch mal besinnt. Denn, Frau Kollegin Radziwill, Sie sind ja immer sehr versöhnlich mit dem Senator, aber ich glaube, da sind Sie eine der wenigen in der SPD. Und deswegen würde ich das gerne weiter auch in den Ausschusssitzungen thematisieren. Man kann doch seine Augen nicht verschließen, auch vor der Frage, wurden PWB und GIERSO bevorzugt. Da steht im Wirtschaftsprüferbericht, steht eindeutig drin auf der Seite 32, teilweise bereits in einem frühen Stadium angebotene Objekte werden ohne erkennbare Gründe zunächst abgelehnt und dann zu einem späteren Zeitpunkt mit der PWB oder der GIERSO realisiert. Da fragt man sich natürlich, was ist denn das für ein Zufall? Was ist denn das für eine Art und Weise, mit diesen privaten Unternehmen, von denen wir ja mittlerweile auch wissen, dass sie größtenteils ihre Verträge nicht erfüllt haben, indem sie getrickst haben und indem sie Personal vorgegeben abgerechnet haben, was nicht vorhanden war, oder sonst auf eine Art und Weise mit den Steuergeldern der Berlinerinnen und Berliner umgegangen sind, wie ich es nicht verantworten will und kann und wie es auch ein Senat nicht tun sollte. Herr Chaya, da denke ich, müssen Sie auf jeden Fall noch mal in die Prüfung gehen. Und besonders erwähnen will ich dann doch noch mal die GIERSO, die sogar eine Starthilfe bekommen hat, weil sie kein Geld hatte und auch von der Bank kein Geld bekommen hat für die 500.000 Investitionen, die sie brauchte, um einen Betreibervertrag zu bekommen, hat dann der Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, Herr Chaya, der Patenonkel, dann geholfen und gesagt, doch, doch, die kriegen die 290.000, das kann das Land Berlin sich leisten. Und das sehe ich anders. Das kann und sollte sich das Land Berlin nicht leisten, meine Damen und Herren. Und dann will ich noch mal zu den einzelnen Schäden kommen, die wir in der letzten Sitzung auch mit unserem Antrag deutlich gemacht haben, und zwar der Schaden durch Ausfallrisiko wegen möglicher Insolvenz der Betreiber. Die haben Liquiditätshilfen bekommen. Das LAGESO hat sich wie eine Bank geriert und hat denen Liquiditätshilfen gegeben. Wenn die Betreiber pleite gehen, dann ist dieses Geld weg. Und Flüchtlinge haben wir damit dann auch nicht untergebracht. Das ist verantwortungslos, meine Damen und Herren. Ich habe den Senator auch gefragt, warum zum Beispiel die Wilmersdorfer Straße gar nicht geprüft wurde. Ich habe eine Vermutung, denn es ist klar, dass in der Wilmersdorfer Straße Schadensersatzansprüche, die zweifellos bestehen, überhaupt nicht in Ansatz gebracht wurden, dass sie nicht gegenüber der PWB geltend gemacht wurden. Da wurde mir gesagt, na ja, wir haben irgendwie eine Auswahl getroffen, was wir untersuchen und was wir nicht untersuchen.
Und meine Damen und Herren, auf meine Frage, ob hier Verjährungsfristen, Controlling oder sonst irgendwas stattfindet, konnte ich auch keine Antwort erhalten. Die Schäden, die durch sogenannte In-sich-Geschäfte, nämlich die GIASO betreibt das Heim, ein Unternehmen, mit dem sie eine Beteiligung hat, macht die Security, ein weiteres Unternehmen mit Beteiligung von der GIASO, macht die Reinigung. Da schreibt einer sich die Rechnung, ob die Arbeiten durchgeführt werden, weiß kein Mensch. Meine Damen und Herren, es wundert ja nicht, dass man mit so schlechter Vertragsgestaltung und so unzuverlässigen Betreibern keine menschenwürdige Unterbringung für Geflüchtete im Land Berlin gewährleisten kann. Und auch über das Thema Flüchtlingspolitik hinaus geht es hier darum, dass es ermittelt werden muss und jeder Cent auch zurückgefordert werden muss, der einen Schaden für die Berlinerinnen und Berliner hat, den sie durch ihre Steuern ja, in Taschen von dubiosen Unternehmern verloren haben.